Hallo und herzlich willkommen, die Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 20, zu der Fantasy League der Ebel mit den Hellriders. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage gegen den Rekordmeister aus dem letzten Spiel versuchen wir heute unser Glück gegen die Dornbirner Bulldogs zu Hause in unseren eigenen vier Wänden. Mal schauen wir mal, ob uns das Glück wenigstens heute holt ist, dass wir wieder Punkte kriegen, dass wir wieder uns auf den ersten Platz für kämpfen können. Ausverkauftes Stadion. Jeder der Hellrider-Fans möchte die Mannschaft wieder siegen sehen. Wir haben jetzt eine Dreier-Niederlagenserie bei uns. So, Wolf am Bulli. Denny aus den Birken, und gerade vergessen zu sagen, ist bei uns im Tor. Jawohl, Badora. Bis jetzt hebt Denny aus den Birken nur. Warum laufe ich vom Puck davor? So. Es wurde sich gewünscht, dass der Kommentator-Ton ausgeschalten wird von unserem Raffi, weil ich meine, geschrieben worden in die Kommentare, dadurch, dass ich selber immer kommentiere, braucht man eigentlich den Kommentator oder die Kommentator nicht mehr. Er hat eigentlich eh recht. So. Der Raffi. Wenn man vor allem spricht, ist er gleich am Pulli. Also sie in Szene schmeißt. Ah, was Stein. Ja. Dornbirn schießt ihn drüber. Hier sehen wir den Topstalker, der Dornbirner Bulldogs. Nein, 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 funktioniert nicht. Hier sehen wir den Topstalker der Hellriders an Kruki. Unser Maestro, er hat ihn schon. Kam spricht man davor, schon hat ihn. Dann Gaucho. Auch nicht. Kruki. Oh, flink ist er heute. Angefangen. 13:20 nur auf der Uhr. Jawohl. Und somit schießt der Erik. Der Mann von die Berliner Eisbären, das 1:0 zu Hause für die Hellriders. 14 Tore in dieser Season. Und somit da wieder den Aufruf an Link, gell. Ihr wisst ja, das Projekt liegt vollkommen in euren Händen. Ich hab's hier. Volles Mitbestimmungsrecht. Für eine zweite Season
Also die zweite Season werde ich nur bei die Hellriders bleiben. Und dann schauen wir mal, ob ich vorhin ein Vertragsangebot kriege. Geht sie jetzt zwar zu null nicht aus noch. Super, super. Jawohl. Siebenunddreißig noch die Uhr gewesen. Super gestanden, super gestanden. Hier ist Brady. Unser Viking. Na, am Tor vorbei. Am Tor vorbei. Heute, wo passt denn hier? Unser Mann mit der Hausordnung. Matora steht gut. Er steht gut. Verzögerungsstrafe wegen Beinstellen gegen die Bulldogs. In so einem brisanten, so einem heißen Spiel sicherlich nicht das Beste. Da unten, man sieht ganz oben, Jack feuert die Fans so. Ah, Raffi, komm schon. Na, Rock. Jawohl. Ah, wieder am Tor vorbei. Entweder zu wenig oder zu viel Zywasser getrunken, der Brandy. Ich weiß es nicht. So, Erik. Ah, steht Gaucho im Weg. Der Raffi, der Erik, der Johnny. Ah, der John. Johan. Biko. Und die Top 10 drin. Fehlschuss von Wolf. Eins nur auf der Uhr im ersten Drittel. Und somit steht es 0-1 nach dem ersten Drittel hier in der Arena of Hell. Ja, war gut, wenn wir heute gewinnen hatten, dann nehmen wir nämlich Jagd auf den Rekordmeister. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie cool, weil ich ja die letzte Season ja mit dem Rekordmeister ja gespielt habe. Aber wenn wir es durch Corona nicht zum Abschluss gebracht haben, und durch meinen Unfall. Aber es ist ja, ich wollte ja keinen virtuellen Meister kreieren, wenn es überhaupt auch realistisch keinen Meister, keinen offiziellen gibt.
Deshalb eine Fantasy League, weil in dieser Fantasy League ist alles möglich. Jawohl, jawohl. Ob bei 14:30 Uhr auf der Uhr. Ah, Danny aus den Birken, hip her, Dust. Auf Brandy. Wieder vorbei am Tor. Boah, super. Tomanzini, der Mann von den Bozen und Füchse. Und der Benedikt, angefangen. 10:20 nur zum Spülen. Jetzt hat, machen die Dombirner Druck. Sie wollen wahrscheinlich jetzt das Tor. Sie wollen das Tor, sie wollen den Ausgleich. So, und Justin auf den Kruki. Ah, Kruki zwischen die Dinger durch. Oh, ah, am Tor vorbei. Jungs, es macht sich spannend. 5:45 wurden jetzt gerade noch zuerst auf der Uhr. Randy ist schon wieder da. Auf Stein. Stein auf den Raffi. Startschwierigkeiten für den Raffi, jawohl, aber unser Pico Hoden. Unser Pico Hoden. Ja, ja, Stein Hoden gerettet. Auch vorbei von Stein. Stein Hoden auch wieder. Oh, werden wieder ausgetackelt. Badora. Und somit steht es noch Ende des zweiten Drittels. 0:1 für die Hellriders zu Hause. Aber ein spannendes Spiel. Ein spannendes, ein geiles Spiel. Man muss schon sagen, es ist nämlich noch alles offen. Voller Club-Einsatz. Dafür steht es jetzt 5:4 auf meinem. Ja, es geht auf den Endspurt, es geht auf den Endspurt, meine Sportsfreunde. Wir haben schon über die Hälfte der Spiele haben wir schon absolviert, was wir machen müssen. Ah, unser Meister auf dem Weg. Schafft es auch nicht. Aber ein Fehlversuch ist besser nur als ein Gocha-Versuch. Kucki wieder auf dem Weg, dass es in Puck holt. Jawohl, Hoden, schön gemacht. Super. Pico. Nein. Ah, kämen wir drüber. Mit dem Puck.
1:19 Uhr Powerplay, 16:53 Uhr auf der Uhr, im letzten entscheidenden Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Raffi ist wieder mal am Pulli. Jawohl, auf Rock. Rock auf Pico und verlieren. Abseitswarnung. Raffi verlieren, aber Steini holen. Stein auf Pico. Und Pico schießt rein und damit haben wir 2:0 im letzten Drittel von unserer Nummer 17, von unserem Pico. 13 Tore in dieser Saison. So, der Raffi am Pulli. Au, verdammt. Jetzt sich dumpeln noch. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade jetzt die Antwort schießen. Jetzt müssen wir die Antwort schießen, dass wir wieder zwei vorn sind. Jawohl, Dust. Zwischen die Bulldogs eingefahren. Badora, jawohl. Hier ist die Chance von Badora. Ausgetackelt. Verzögerungsstrafe für die Hellriders. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So ist ihn unterschlagen auch noch. Aber der Stadionsprecher wird sich los. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt halt Turmbirnen auf, jetzt halt Turmbirnen auf, jetzt seid es gefährlich. Genau das gleiche hat der KAC mit uns gemacht. Holzer, Krim. Mach das Tor. Nein, macht er nicht. So, Stein. Verzögerungsstrafe gegen Dombühlen. Wenn es jetzt zur Verlängerung kommt, nimmt Dombühlen die Strafe mit rein in die Verlängerung. Ich hoffe aber nicht, dass wir in die Verlängerung kommen, sondern dass wir jetzt hier nur in letzter Minute oder in letzten Sekunden ein Tor schießen. Dass man die volle Punkte kriegen.
Ah, poppt man da Bulldog in die Parade. Ich weiß, Sieg ist Sieg. Aber im Moment zählt das, dass ich Punkte kriege, dass ich auf dem. Auf dem ersten Platz für die Rutsch. Jawohl, da ist es. Fonsan Rock, das Last-Minute-Tor. Fonsan. Co-Kapitän. Fonsan Rock. Unser Scharfschütze. Ich glaube, er hat jetzt seine Zielfernrohr richtig eingestellt. Dass wir die vollen Punkte holen. Die Neulinge hier in der Ebel. Tabellenführer und Titelträger, das wär's doch. Nach der Hauptrunde. Gastor leer. Jetzt hätten wir nur mal die Chance, nur mal ein Tor zu machen. Gaucho. Auf. Bisschen hätten wir noch gebraucht. Aber ist gleich Sieg ist Sieg. 3 zu 2 Sieg. Endlich nach drei Spielen haben wir wieder einen 3 zu 2 Sieg gegen Dornbirn, der zweite gegen den 11. Bringen uns jetzt die Punkte, was, dass wir wieder auf dem ersten Platz für die rutschen. Spannend, spannend, spannend. Na, die Tabelle ist nur so momentan geil aufgestellt. Egal ob bei der Fantasy League der Ebel oder der DEL, mir gefallen beide Tabellen, aber sie sind halt beide ein bisschen in ihren Mannschaften unterschiedlich. Es muss spannend bleiben, es muss spannend bleiben bis zum Schluss. Dann ist es eine gute Tabelle. Wir haben, meine lieben Sportsfreunde, drei Stars. Uns werden drei Tore gerechnet. Aber keine Assists haben wir gehabt, okay. Im Moment sind wir am Platz 1. Ah, uns der KAC wegen einem Punkt überholt. Wir waren kurzfristig am Platz 1. Wir waren kurzfristig auf Platz 1, meine lieben Sportsfreunde. Wir waren kurzfristig auf Platz 1. Wegen einem Punkt hat uns der KAC wieder überholt. Aber die Tabelle ist so gewaltig. Mit 51 Punkten ist der KAC an 1. Wir sind mit 50 Punkten auf Platz 2. Dahinter kommen mit 49 Punkten die Wiener mit 49 Punkten. Ein Punkt Unterschied bei den ersten drei Plätzen. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Mit 44 Punkten sind die Grazer auf der 4. Dann ein Punkt Unterschied auf der 5 sind die Linzer Blackwings. Also heißt es, das nächste Mal spielt der zweite gegen den 5. Dann auf der 6, auch wieder mit einem Punkt Unterschied, sind die Red Bulls aus Salzburg. Dann haben wir da eigentlich, wir haben hier eine gewaltige Liste. 1, 2, 3 haben wir gerade einen Punkt Unterschied. 4 und 5 ist ein Punkt Unterschied, dann mit zwei Punkten Unterschied. Ja, genau, mit einem Punkt, haben wir auch gerade einen Punkt. Also 4, 5 und 6 ist ein Punkt Unterschied. Dann haben wir wieder mal ein bisschen einen größeren Sprung nach unten. Auf 4 Punkte hinten noch sind die Innsbrucker mit 38 Punkten. Da aber wiederum mit einem Punkt Unterschied gefolgt von den Bozner Füchsen. Wieder mit einem Punkt Unterschied die Villacher. Und wieder mit einem Punkt Unterschied der AV 19. Und wieder mit einem Punkt Unterschied die Dombirner. Also,
Also gewaltig eine Listenkuh, also das ist ja wirklich von sieben bis 11 kann sich noch viel verändern. Das ist von 6 auf 4 noch viel ändern kann, weil da ist auch gerade ein Punkt Unterschied. Und bei den ersten drei Plätzen ist auch noch mal ein Punkt Unterschied. Also wenn das jetzt keine gewaltige Tabelle ist, dann weiß ich es nicht. Also mir taugt die Tabelle. Jetzt könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was jetzt von der Tabelle hältst. Aber so macht eine Eishockey-Saison Spaß. Du weißt bis zum Schluss nicht, wer kommt in die Playoffs, wer scheidet aus, weil es ist überall bei den Plätzen fast ein Punkt Unterschied. Es ist wirklich eine gedrittelte Tabelle. So ungefähr. Aber weil ich kann ja das anders sehen. Na gut, aber trotzdem, meine lieben Schlussfreunde, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Schaut gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, was ich noch habe. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.